Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier heute im Efteling. Quasi genau vor einem Jahr waren wir auch hier. Und wir wollen uns einfach hier mal ein bisschen die Zeit vertreiben, ein bisschen was fahren, ein bisschen Spaß haben. Kommt doch einfach mit. Das Tolle hier an Efteling ist, der Park hat gefühlt das ganze Jahr auf. Und davon gibt es wirklich nur wenige Parks in Europa, die wir auch mal eben besuchen können. Muss man natürlich in Kauf nehmen, dass auch einige Attraktionen geschlossen sind. Das Coole ist, in der Efteling-App, die generell total toll gemacht ist, habt ihr auch immer direkt drinstehen, wenn ihr euch den Öffnungszeitenkalender aufmacht, was denn nicht geöffnet hat oder welche Shows nicht stattfinden während eures Besuches. Ja, bei uns hat jetzt einiges geschlossen, aber kann man drüber hinweggucken. Denn wenn man Glück hat, gerade jetzt so im Winter, sind die Wartezeiten auch nicht so hoch. Also wir haben uns zum Beispiel gerade sind wir Max und Moritz gefahren, da war die Wartezeit einfach gar nicht da. Wir mussten eine Fahrt warten, konnten direkt einsteigen. Wir sind die grüne Bahn gefahren, ja. Die blaue hatte Wartezeit. Hat ein bisschen Wartezeit. Aber es hat Spaß gemacht und generell die Wartezeiten sind heute nicht so hoch. Und wie ihr seht, es scheint die Sonne, mir ist auch schweinewarm. Ja, und dann gucken wir, was wir jetzt so machen, ne? Ja, Danse Macabre, hier das Ding dieses Jahr, wird glaube ich eine richtig geile Neuheit. Soll, so wie ich gehört habe, im Herbst eröffnen. Mal schauen, ich bin richtig gespannt drauf. Auf jeden Fall müssen wir dann hier nochmal herkommen, wenn das Ding geöffnet hat. Ich bin richtig hyped drauf und das Schöne ist ja, der alte Soundtrack von Spookslot wird ja hier wiederverwendet. Richtig geil. Nochmal eine Kleinigkeit hier zu Danse Macabre und dem Bereich drumherum. Wir haben gerade entdeckt, es gibt hier einen komplett neuen SB-Shop, wo du einkaufen kannst und dich an SB-Terminals ausloggen kannst. Und direkt dahinter, total unscheinbar, hast du sogar eine neu gestaltete Toilette neu aufgebaut. Die ist richtig schick, da hast du Schwarzlicht drin. Und man hat schon Hinweise, ne, auf die kleine schwarze Katze. Auf die kleine schwarze Katze. Die ist nämlich, gerade so was er bei der Fußmatte angeht, hat die so überall ihre Spuren hinterlassen. Also das kann ja Efteling ungemein, ne? Thematisierung, also Thematisierung, Thematisierung. Ey, das ist unglaublich. Das schafft kaum ein Park hier in Europa, so eine krasse Thematisierung, ja. Ja, ihr habt es bestimmt schon erkannt, aber wir haben uns jetzt in Symbolica gesetzt. 20 Minuten waren angeschlagen? Effektiv waren es jetzt 10 Minuten, ja. Und jetzt genießt die Fahrt. Ganz froh! Ganz!
Illumina! Ja, immer wieder wunderschön, ne? Ja, schön. Wenn die Musiktour gemacht ist, ist es echt ein wunderschöner Dark Ride. Wenn ihr hier seid, müsst ihr das auf jeden Fall mitmachen. Ich finde, dieser Dark Ride hat hier in Europa echt ein verdammt hohes Niveau, wenn nicht sogar das höchste. Generell finde ich auch Efteling, also man darf, also wir lieben ja Achterbahnen, aber das, was hier so toll an Efteling ist, sind die Dark Rides. Also wenn ihr hier seid, dürft ihr die natürlich nicht sausen lassen und ja, immer mitnehmen, ne? Ja, wo du gerade sagst, die Dark Rides mitnehmen, ja, viele Möglichkeiten Achterbahn heute zu fahren haben wir ja nicht, weil ja, achso, Python, Joris in the Drag, Fliegende Holländer sind down, also die sind in Maintenance und da haben wir ja dann noch die Möglichkeiten, noch Baron zu fahren, Vogelrock und Max und Moritz. Ja, aber trotzdem, also das dürft ihr nicht unterschlagen. Efteling hat einfach durch diese ganzen Dark Rides ein totales Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Ja. Und jetzt geht's weiter, ich glaube. Ich habe gehört, wir wollen hinaus, die Pagode fahren. Hoch hinaus. Bock auf den übelsten Ohrwurm, dann kommt mal mit. Aber wirklich. Ich habe euch ja gesagt, das wird der Ohrwurm des Todes hier. Ja, weil jetzt wahrscheinlich jemand, der nicht so gut zu Fuß ist, jetzt einsteigen oder aussteigen möchte, wird die Bahn einmal angehalten. Dafür gibt es eine extra Fanfare. Und eine extra Musik. Genau, ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitgekriegt habt, aber wenn du eine Behinderung hast, Rollstuhl sitzt oder so, kannst du eigentlich überall mitfahren. Es gibt dann immer so spezielle Eingänge für die Leute im Rollstuhl. Richtig cool. Baby. Bon Appetit, Baby. Ich weiß auch nicht, aber eigentlich bin ich ja total übermüdet, ne? Aber ich habe richtig gute Laune. Ist meistens geil. Mit guten Leuten ist man hier. Essen ist gut, hoffentlich. Übrigens, zum Essen für das alles haben wir nicht mal 20 Euro bezahlt. Da haben wir jetzt 17 Euro für bezahlt. Und wo sind wir? Ja, bei Station Droos. Wir haben uns gedacht, heute gönnen wir mal eine Kleinigkeit zum Mittag. Und weil wir ja nachher im Hotel noch richtig groß fett essen werden, dinieren werden, haben wir uns gedacht, zum Mittag eine Kleinigkeit. Ja, und Snacks gehen immer, ne? Ja. Da hinter dem Häuschen. Da. Nein, die müssen noch fliegen. Ja. Ist
bessere Laune bei der Arbeit, ne? Ja, eben. Ja, Herr Stopp, was passiert hier? Python ist gerade in Maintenance und Joris in der Drag auch. Ja. Da fehlt zum Teil auch Schiene, ne? Ja, ja, ja. Zum Teil fehlt da auch Schiene, haben wir schon gesehen, ja, ja. Ja, mal den Haupteingang und eine Baustelle. Die Baustelle gibt es schon ein bisschen länger. Hier soll eigentlich noch ein neues Hotel eröffnet werden. Es sollte eigentlich dieses Jahr passieren. Ich gehe aber davon aus, dass das nichts wird. Also, aber das wird ganz geil. Also, wenn du dann vielleicht so ein Parkblickzimmer dann hast, wenn Aquanura läuft, ich glaube, das wäre ziemlich nice. So, jetzt fahren wir eine meiner Lieblingsattraktionen hier in Efteling, Dromflucht, diesen schönen Pulli. Nochmal danke an Nathalie und Matthias. Wenn ihr es erkennt, der leuchtet übrigens im Dunkeln. Voll geil. Ja, das Coole hier in Efteling ist, du hast enorm viele Indoor-Attraktionen. Dadurch ist es super wetterunabhängig. Also gerade im Winter und so jetzt, wenn das Wetter mal nicht so mitspielt wie heute, hat man auch tolle Sachen, die man dann indoor-mäßig machen kann, ne? Jetzt nehmen wir euch da mal mit rein, ne? So, wir haben den Park jetzt verlassen und werden jetzt ins Hotel einchecken. Das ist für uns das erste Mal. Darüber machen wir auch ein extra Video. Ihr könnt ja mal unter die Kommentare schreiben, wart ihr auch schon mal hier in Efteling und habt in Resorts geschlafen? Wenn ja, schreibt es einfach mal unten drunter. So, ich habe mal eben mein Outfit gewechselt. Und wir sind wieder hier im Park, nachdem wir erfolgreich im Hotel waren, unser Zimmer bezogen haben. Und gucken wir uns jetzt Caro an. Und das ist eine Theatershow, die läuft zusätzlich abends. Die kann man nämlich, wenn man auch nicht Gast ist oder Hotelgast, kann man sich die zusätzlich dann einfach dazu buchen. Kostet als Übernachtungsgast nämlich nur 12,50 Euro pro Person. Und soweit ich mitgekriegt habe, glaube für Jahreskarteninhaber kriegt man auch 20% Rabatt. Und regulär kosten die Tickets 26,50. Wir haben die noch nie gesehen. Ich bin richtig gespannt. Wir werden dann danach auch noch mal kurz berichten. Und ja, dann, weil ich glaube, Film ist da drin nicht erlaubt, berichten wir euch einfach einmal zusammenfassend dann davon. Und ja, bis dann. Ja, das Wasser, wo waren wir denn als letztes stehen geblieben? Ja, wir sind zu Caro gegangen. Und um es kurz zusammenzufassen, wenn ihr hier seid, legen wir euch diese Show
unbedingt ans Herz. Also ihr müsst euch die angucken, die ist anders. Ich war emotional total aufgewühlt. Ich habe geweint. Es ist anders. Es ist total, du hast diese Efteling-Magie, du hast Efteling-Musik. Also, und für den Preis für Übernachtungsgäste für 12,50, das ist nichts. Also ganz, ganz toll. Und ja, und für den Tag nochmal Revue zu passieren, es war schön, wir hatten super Wetter. Es sind zwar einige Attraktionen, die nicht aufhaben, aber du kannst trotzdem in Efteling so viel erleben. Wir haben heute und Spaß haben und Essen und alles. Du schaffst gar nicht alles an einem Tag, auch trotz der geschlossenen Attraktion. Also wir kommen gerne im Winter. Die Wartezeiten waren auch kaum da. Das Längste, was wir vielleicht gestanden haben, war eine Viertelstunde. Aber vollkommen in Ordnung. Und ja, wir hoffen, es hat euch mit uns hier gefallen. Wir sind gerade übrigens in unserem Hotelzimmer. Wie wir schon erwähnt haben, gibt es dazu auch nochmal ein separates Video zum Lohnschland Hotel und unserem Erlebnis dort. Ja, und jetzt, ja, wie gesagt, hoffen wir, es hat euch mit uns hier gefallen. Und ja. Wenn ja, dann lasst doch ein Like, ein Abo da. Ihr wisst Bescheid und gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.